Wir haben jetzt hier Christian Balz mit dem Thema Datenschutz im Spannungsfeld, Opferschutz und Vertraulichkeit medizinischer Informationen. Das Ganze wird noch mehr vielleicht Diskussionen sein, als es vorher war. Es gibt am Anfang vor allem so ein bisschen Einführung und dann wird mehr ausgetauscht. Viel Spaß dabei. Ich muss zugeben, als ich diesen Talk eingereicht habe, wusste ich nicht, vor welcher Audience ich hier reden werde. Und ich muss auch zugeben, dass in den letzten 4 Wochen überhaupt nicht klarer geworden ist, vor was für eine Audience ich reden werde. Das hat es also de facto fast unmöglich gemacht, einen Vortrag vorzubereiten, der die imaginierte Zuhörerschaft erreichen kann. Ich habe es dann also irgendwann aufgegeben, einen strengen Vortrag, also streng ausgerichteten Vortrag, auszuarbeiten, sondern ich sehe mehr, glaube ich, die Aufgabe darin, eine Diskussion anzustoßen. Und die würde ich gerne auch gleich sozusagen hier beginnen wollen. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich. Mein Name ist Christian Balz. Ich bin, ja, würde mal sagen, politisch interessierter Computerfuzzi. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich als Missbrauchsbetroffenen, der gegen Internetsperren sich ausgesprochen hat. Wir haben ja 2009 den Verein MOGIS gegründet, ein Verein von Opfern sexuellen Missbrauchs. Und im MOGIS-Verein arbeiten wir halt für die Interessen von Betroffenen, also Hilfe für Betroffene, allgemein die Sensibilisierung für Themen, die Opfer sexuellen Missbrauchs betreffen. Dann eben Datenschutz, Informationsfreiheit und allgemein Grundrechtspolitik. Ja, warum bin ich hier? Ich drücke es mal so aus, milde gesagt ist die Post-Privacy-Bewegung bei MOGIS nicht gerade unbedingt besonders positiv aufgenommen worden. Gerade die radikale Filtersouveränität, die scheint uns nicht zu Ende gedacht. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass so diese Diskussion um Datenschutz so in so einer Blase stattfindet, dass es so ein bisschen so akademisch ist. Und deswegen sozusagen ist das hier die Gelegenheit, vielleicht mal die Diskussion auf andere Themenfelder auszuweiten, außerhalb des Web 2.0. Ein weiteres Thema, was man vielleicht, glaube ich, ansprechen sollte, ist die Gefahr der Instrumentalisierung der Post-Privacy-Bewegung durch Dritte. Weil eigentlich ist es ja so, dass der Datenschutz als Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat definiert wurde. Und jetzt gerade ist es so, dass eben wie mit Ilse Aigner der Staat Datenschutz als Abwehrrecht gegen den Einzelnen anwendet. Und dann sollte, glaube ich, die Post-Privacy-Bewegung darüber nachdenken, ob da nicht eventuell Interessen seitens Dritter besteht, die eben zu einer Instrumentalisierung der Bewegung führen. Die Idee ist, wie es mir gerade beim Reinkommen gekommen, also ich hatte eigentlich sowieso vor, eine Diskussion zu führen, habe überlegt, wie kann man hier vernünftig eine Diskussion machen, aber da habe ich die 3 Sessel da gesehen und habe angeregt, dass wir einfach eine Podiumsdiskussion machen, und zwar mit MS Pro, mit seiner radikalen Filtersouveränität. Ich hoffe, da habe ich mir die richtige Person ausgesucht. Und mit Hans Hübner, wo ist er jetzt? Ach, da vorne, Entschuldigung, der die Moderation macht. Worauf ich sozusagen, was ich als Themenfeld dafür eröffnen möchte, ist Folgendes. Und zwar, wenn es um den Schutz von Daten geht, von persönlichen oder personenbezogenen Daten, dann gibt es mehr als die Daten, die ihr bei Facebook habt oder bei Twitter vertwittert oder auf irgendwelchen Webseiten habt oder Telekommunikationsdaten vielleicht noch, sondern es gibt eben auch Daten, die, wenn sie in die Öffentlichkeit gelangen, erhebliche Auswirkungen auf die Personen haben, deren Daten bekannt werden. Das sind einerseits eben medizinische Daten, wie jetzt zum Beispiel in Schleswig-Holstein, die bei diesem Cloud-Provider geleakten Daten von 3.500 Patienten zeigen, oder eben die Daten, die im Rahmen von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung über Betroffene erhoben werden zum Beispiel. Oder allgemein Daten, die Betroffene sexuellen Missbrauchs betreffen. Da sehe ich ehrlich gesagt, weil ich zu den Leuten gehöre, die auf relativ hohem Niveau gescheitert sind und die Leute sehen kann, die sehr früh gescheitert sind wegen ihres sexuellen Missbrauchs, ich sehe an dieser Stelle die Gesellschaft gefordert, die schwächsten Glieder zu schützen. Ich sehe also quasi uns gefordert, den Datenschutz zu schützen für die Leute, die nicht dazu in der Lage sind, für ihre Interessen einzustehen. Und was anderes, was mir aufgefallen ist in der Debatte um Post-Privacy, diese Aufgabe der Privatheit wegen ihrer ständigen Verletzung, das erinnert mich so ein bisschen wie die Reaktion auf den sexuellen Missbrauch.
Der Täter macht es die ganze Zeit und irgendwann bist du dissoziiert, du bist nicht mehr dabei. Und für mich ist die Frage, ob diese Hinnahme, diese ständigen Verletzungen der Privatheit, die durch privat und öffentliche Stellen erfolgt und die darauf folgende Reaktion mit der Annahme eines Kontrollverlustes und mit der, soll ich sagen, mit der Umarmung des Kontrollverlustes, nicht doch Ähnlichkeiten hat wie mit einer Dissoziation bei einer Straftat, wo man quasi es hinnimmt. Das möchte ich wirklich anregen, dass man vielleicht mal darüber nachdenkt, ob nicht überhaupt diese ständige Verletzung eben dazu führt, dass man das aufgibt, das gut zu schützen, was eigentlich schützenswert ist. Und damit würde ich gerne die Podiumsdiskussion einleiten. Nur drei Mikros. Gut, dann soll die Moderation sich immer mit einem der Diskutierenden. Naja, vielleicht brauchen wir ja auch den Floor. Also ich würde jetzt auch erstmal die Gegenrede anregen, weil die Frage ja gestellt wurde, wie sich Post-Privacy und als unbedingt schützenswert erlebte Daten irgendwie in Einklang bringen lassen. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt der Richtige bin, um jetzt für Post-Privacy zu sprechen. Es ist zwar eine Idee und Sache, die ich sehr, sehr eng verfolge und auch schon auch ein bisschen ein Teil davon geworden bin durch meine Diskurse. Von mir kommt ja eher dieser Kontrollverlustbezug und diese Idee auch einer neuen Informationsethik, die du angesprochen hattest, das auf deiner Folie mit der Filtersouveränität. Meine Sicht auf Post-Privacy, sage ich mal, ja, also, und das ist ja dort, das ist ja eigentlich das, was mit dem Opferschutz kollidiert. Meine Haltung zu Post-Privacy ist schon eine, die definitiv sagt, ja, es gibt da Probleme. Also es ist jetzt nicht so, dass wir halt morgen alle Datensilos aufmachen und dann morgen freie Menschen sind. Das würde ich auf gar keinen Fall sehen. Ich würde halt tatsächlich sagen, es gibt schutzbedürftige Menschen. Und ich sehe auch nicht, dass wir den Datenschutz von heute auf morgen abschaffen müssen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Datenschutz auf die Probleme, von denen wir reden, langfristig eine große, die Bedeutung haben wird, die wir ihm heute noch zumessen, beziehungsweise ich glaube tatsächlich sogar im Einzelfall schon heute nicht mehr, dass der Datenschutz wirklich genau diese sensiblen Bereiche zu schützen schafft, die wir beschützt haben möchten, auch gerade was den Opferschutz angeht. Da sehe ich jetzt heutzutage schon Defizite und ich glaube, es macht durchaus Sinn, sag ich mal, diese Vorherrschaft in diesem Diskurs des Datenschutzes in Frage zu stellen, zu gucken, gibt es auch Alternativen? Wie können wir beispielsweise, und das ist für mich ja die eigentliche Frage der Post-Privacy, oder das finde ich, sollte sie sein, das jedenfalls habe ich immer wieder angemerkt, zu den Post-Privacy-Bewegungen, dass wir im Endeffekt, wir müssen es schaffen, eine Gesellschaft zu bauen, in der Informationen über mich nicht dazu führen, dass ich, oder möglichst nicht dazu führen, dass ich in die Bedrängnis komme oder dass halt andere Leute Macht über mich ausüben. Das wäre so meine Haltung zur Post-Privacy. Ich glaube, dass, also du hattest das ja auch kritisiert, dass es da so einen kopflastigen Teil in der Diskussion gibt, der sich auf eine Lebenswirklichkeit bezieht, die man sich selber aussuchen kann oder nicht aussuchen kann und dass es dann aber auch gleichzeitig Bereiche gibt, wo man eben selber nicht in der Kontrollposition über seine eigene Lebenswirklichkeit ist und dementsprechend dann dieses Post-Privacy-Thema auch aufgezwungen in den Sachverhalt mit reinkommt. Und die Frage, die sich schon stellt, ist,
Wie kann man das zusammenbringen? Ich habe jetzt so ein bisschen, weil du das als Diskussion angeregt hast, habe ich so ein bisschen das, die Schwierigkeit, dass diese Diskussion natürlich kopflastig ist und aus dieser Lebenswirklichkeit herauskommt, die so ein bisschen abgekoppelt ist von diesem aufgezwungenen, sage ich mal, oder erlebten Dingen, die und die sich natürlich auch aus dieser sage ich mal, geistigen Vorstellung der selbstgewählten Internetsphäre speist. Wo ich dann jetzt die Frage natürlich an dich auch wieder stellen muss, inwiefern, also wo siehst du da eigentlich die Berührungspunkte? Was ist also warum ist in eurem Verein, in eurem Diskussionsfeld diese eher geistige Konstruktion negativ aufgenommen worden? Das ist so ein bisschen, also da. Naja, das Problem ist, da wird halt ein Diskurs aufgemacht. In diesem Diskurs erscheint es eben so, als wenn, also in diesem Diskurs werden Daten als weniger schützenswert dargestellt. Es wird halt gesagt, naja, ich muss halt kontrollieren, was ich sende. Und selbst dann eben, eigentlich, ich sollte versuchen, alles zu senden, weil wie Jeff Jarvis, ey, der hat eine spezielle Krebssorte und er sagt halt, er hat den Krebs und irgendwo anderes sagt, es gibt halt diese Heilmethode, kann helfen, also kann sicherlich helfen, würde ja vielleicht auch bei Missbrauchsopfern, wenn die öffentlich darüber reden, was für Persönlichkeitsstörungen sich bei ihnen entwickelt haben, da könnten sich ja Leute melden, hey, dafür weiß ich ein Mittel, passiert sowieso, aber wäre vielleicht möglich, ja, wäre denkbar, aber das wäre ja sozusagen meine Freiwillige, das ist nämlich genau die Sache mit dieser Kontrolle, sozusagen, wenn man in Zwangssituationen ist, dass sozusagen, wie groß sind die Konsequenzen aus der Verwendung der Daten, die ich veröffentliche oder die über mich veröffentlicht werden. Und das sozusagen, wenn ich jetzt veröffentliche, ich bin in Berlin, in dem Café, mache gerade das, kann ich freiwillig machen oder nicht. Ne? Wenn das ist was anderes, wenn mein Telefon das aufzeichnet und ich das nicht mehr unter Kontrolle habe. Aber je machtvoller die Institution, die meine Daten verwendet, wird, also wie zum Beispiel meine Krankenkasse, desto geringer wird der Spielraum der Verwendung der Daten. Das ist eigentlich, glaube ich, die Sache, sozusagen, mehr so eine soziale Diskussion wie Social Media, sozusagen, man weiß halt, der ist mit dem zusammen und die treffen sich halt gerade dort. Oder der ist bei der Krankenkasse und wird gerade wegen der Krankheit therapiert, die zurückzuführen ist auf etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Und was ich halt sehe, ist die Gefahr, dass die eine Diskussion, nämlich die Diskussion über Post-Privacy und Social Media, in die andere Diskussion hineinliegt. Dass sie sozusagen verwässert. Sozusagen, dass dieser strenge Datenschutz, der da besteht, eben aufgebrochen wird. Und weil sowieso schon alle Leute ihre Daten in der Cloud haben, dann ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn medizinische Daten in der Cloud sind oder wenn die Leute eben eine elektronische Gesundheitskarte haben, die registriert, wann, wer, wo, wegen welcher Diagnose in Behandlung war. Und dass eben die Politiker, die Interesse daran haben, solche Diskussionen voranzutreiben, wie zum Beispiel elektronische Gesundheitskarte, dass die eben genau diese Post-Privacy-Diskussionen in Social Media, die eben sich auch nicht abgrenzt von anderen Lebensbereichen. Das ist der wesentliche Punkt, sie grenzt sich nicht ab von anderen Lebensbereichen. Und das insofern kann sie auch und wird, glaube ich, auch bewusst falsch verstanden eventuell. Und da sehe ich halt die Gefahr, also dass sozusagen, dass man wirklich auch klar machen muss, wo sind die Grenzen von dieser radikalen Filtersouveränität zum Beispiel. Ja, die Sache ist ja tatsächlich die, wenn wir jetzt von einer fixen Gesellschaftsstruktur reden würden, wenn wir sagen würden, Gesellschaft ist so, 1, 2, 3, 4, 5, ja, und dann machen wir jetzt irgendwie alle Daten öffentlich, dann würde ich dir total recht geben, so, das wird nicht funktionieren, ja. Das heißt mit anderen Worten, was ich auch schon vorhin angesprochen habe, natürlich muss damit einhergeht eine gesellschaftliche Veränderung. Ich bin da relativ zuversichtlich, vielleicht ein bisschen utopisch, das wird mir vielleicht der ein oder andere vielleicht unterstellen, vielleicht zu Recht, ich weiß es nicht. Aber feststellen können wir auf jeden Fall, dass das Internet, der Computer und so weiter, das ist gerade ganz massiv die Gesellschaft verändert und zwar in vielerlei Hinsicht und die Dinge umwirft.
das ist auch der Grund, warum ich dann diese Filtersouveränität als einen Vorschlag einer Ethik, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Vorschlag für ein Gesetz, alle müssen jetzt nackig sein oder sowas, sondern halt als einen Vorschlag, wie wir eine Datenethik machen können, die ein bisschen dem entspricht, dass wir sagen, alles, was zugänglich ist, ist gut und alles, was eben nicht zugänglich ist, ist erstmal schlecht oder ist erst einmal eine Einschränkung oder ist erst einmal sozusagen eine Eifersucht oder so etwas. Das hätte ich jetzt auch nicht formuliert, wenn ich nicht glauben würde, dass tatsächlich durch den Umgang und durch die engere Vernetzung, durch die Intensivierung der Kommunikation der Gesellschaft untereinander, halt sich auch die Gesellschaft selbst verändern würde. Das heißt also, dass ich durchaus sozusagen aus dem Jetzt und wie wir jetzt glauben oder wie jetzt die Gesellschaft aufgespalten oder aufgeteilt ist, würde ich durchaus immer sagen, ja, Datenschutz ist ein wichtiges Rückzugsgefecht, ja, aber auch nicht mehr, weil erstens, weil ich halt nicht glaube, dass eben, wie gesagt, Datenschutz halt auf lange Frist oder sogar heute schon ein adäquates Mittel ist gegen diese Probleme. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir, wenn wir jetzt darüber reden, in welche Richtung sich diese Tsunami dieser Veränderung entwickeln hin soll, ja, also wenn wir uns fragen, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich, dann ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist das Fenster dazu. Und deswegen finde ich es absolut adäquat, genau diese Fragen zu stellen. Ehrlich gesagt, mich kotzt es an, dass Opfer sexueller Gewalt nicht öffentlich über diese Dinge reden können, weil sie diskriminiert werden, weil sie, weil ihnen dadurch Probleme entstehen, weil bestimmte gesellschaftliche Tabus halt auch einfach da blocken. So, ja? Und und das ist im Grunde genommen genau das. Also wir müssen die Gesellschaft dahin bringen, dass das möglich ist. Ja? Und das wäre dann eigentlich ja, die Position. So. Also ich möchte nochmal so auf diesen... Dieses Spannungsfeld zwischen visionärer Utopie aus selbstgewählt erlebtem Internetleben und der Gegenposition des Erlebens dieses Datenraums als gefährliches Ding abheben oder als Ding, was sozusagen schützenswert ist. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, auch nochmal rauszustellen, dass Daten an sich erstmal nur Daten sind und auch alle den gleichen Grundregeln unterliegen. Zum Beispiel der Grundregel, dass sie kopiert werden können und dass die Kopie, das Anfertigen einer Kopie nicht nachverfolgbar ist. Und das führt genau zu den GAUs, die immer wieder passieren. Also irgendwelche Datensätze leaken in die Welt und sind dann plötzlich verfügbar. Und vor diesem Hintergrund ist sowas wie die Forderung nach Datenschutz, weil damit Individualinteressen berührt sind, eben grundsätzlich problematisch, weil je höher man diese Messlatte legt, je stärker man sich darauf verlässt, dass Daten sicher sind, desto eher sind diese GAUs dann auch tatsächlich persönliche GAUs. Also wenn es zu dem Unfall kommt und zu diesen Unfällen kommt es. Das ist ja nicht kein Ding, was nur theoretisch passiert, sondern das passiert viel praktischer als Gauss in der Atomtechnik. Und das ist halt so ein, da stelle ich halt auch die Frage, ja, ist es denn überhaupt sinnvoll, jetzt mal in die Zukunft gedacht, darauf zu vertrauen, dass Datenschutz und Opferschutz das gleiche Ding sind oder ob das nicht grundsätzlich andere Mechanismen erfordert? Naja, erstmal, ich bin Anhänger von Datensparsamkeit. Also Daten, die man nicht braucht, sollte man nicht erheben. Und das Zweite ist Privacy by Default. Also ich gehe regelmäßig davon aus, dass zum Beispiel Daten, die in der Datenbank einer Krankenversicherung landen, so gespeichert zu sein haben, dass da eben keine interessierten Dritten herankommen.
nee, davon gehe ich nicht aus, das erwarte ich. Natürlich hat man da Schutzhürden. Ja, das ist wie wenn ich irgendwie unseren Webserver absichere. Da habe ich eben Schutzhürden und die sind halt meinem sozusagen Schutzniveau ist entsprechend, meine Schutzbedürfnisse ist absolut, absoluten Schutz werde ich nicht erreichen. Und das ist natürlich genauso Schutz vor Datenverlusten. Aber zum Beispiel in der Datenbank einer Krankenversicherung würde es sich schon machen lassen, dass Zugriffe auf einzelne Akten sichtbar sind. Also das... Das unterliegt halt jetzt einfach nur deinem Glauben. Das kannst du glauben, aber das kannst du nicht belegen. Es geht nicht darum, dass ich es glaube, ich fordere das ein. Ich fordere das ein, dass die Datenstrukturen entsprechend sind, dass die Datenhaltung so erfolgt, dass sie getrennt ist. Und das ist nämlich genau der Punkt, sozusagen, ich kann doch nicht sagen, bloß weil die es bisher falsch gemacht haben, weil die die Kontrolle verloren haben und deswegen die Daten jetzt in irgendwelchen Clouds herumliegen, auf die alle möglichen Leute ohne einen VPN Zugang haben. Heißt es doch nicht, dass ich diesen Zustand jetzt hinnehmen muss und sagen muss, jetzt ist es mit meiner Privatheit vorbei. Nein, dann ist meine Forderung, die haben gefälligst, das jetzt zu korrigieren. Die müssen halt ein bisschen mehr investieren, dass die Daten etwas sicherer sind, damit sie nämlich nicht einfach so bei einem Cloud-Provider mit einem Default-Passwort aus der Cloud zu holen sind. Das kann es doch nicht sein. Sozusagen, das ist ja die Aufgabe meiner Souveränität, weil die Eingriffe so stark sind. Ich meine, das ist eben, wie soll ich sagen, das ist eben genau das Aufgeben, was ich vorhin meinte, diese Dissoziation, so nach dem Motto, ich habe das Gefühl, ich habe keine Kontrolle mehr über den Diskurs, also gebe ich ihn auf und suche mir eine Reinterpretation der Realität. Also ich die Realität, von der ich nicht mehr das Gefühl habe, sie zu beeinflussen, von der ändere ich jetzt meine Interpretation, um damit endlich mit der Realität, die ich nicht mehr beeinflussen kann, klarzukommen. Und das kann es doch nicht sein. Nein, weil ich bin doch ein handelndes Subjekt. Das ist natürlich eine Forderung, ne? Also zu sagen, das, was wir als Privatheit haben, was wir sozusagen entwickelt haben, was ja durchaus auch ein relativ neues Konstrukt ist, ist nicht so, dass es irgendwie eine naturgegebene Sache ist, sondern das, was wir momentan als Privatsphäre oder als privates Leben auch kennen, das ist ja ein relativ neues Phänomen, ähnlich wie bei dem Urheberrecht. Und da haben wir halt tatsächlich einfach auch eine Diskussion, wo wir sagen, das ist natürlich eine legitime Position zu sagen, ja, das wollen wir aber behalten. Ja? Das ist jetzt, das ist uns wichtig, das ist eine super Sache und auf gar keinen Fall sollten wir das aufgeben. Da kann man drüber reden und das ist ja auch tatsächlich mehr oder weniger durchaus immer noch der aktuelle Stand der Debatte, also sage ich mal der Mehrheit der Leute. Und aber ich finde es auch legitim, mal zu hinterfragen, ob jetzt diese Privatsphäre tatsächlich halt nur diese positiven Auswirkungen hat, die man eben zugesteht. Also eine der Beispiele, das ist ja das Schöne, womit sich Christian Hellers Buch beschäftigt hat, mit der Geschichte der Privatsphäre und auch tatsächlich den Implikationen daraus. Die Privatsphäre, die tatsächlich immer so auf das Familiäre gemappt ist, also die Familie als der Kern der Privatsphäre, ich glaube, das ist auch irgendwo sogar gesetzlich definiert, in dieser Familie sind dann halt tatsächlich aber auch solche strukturellen Unterdrückungen der Frau passiert. So, ja? Und das hat, konnte da sehr gut gedeihen, weil im Grunde genommen war das Außenbild dieser kapselförmigen Privatsphäre war immer der Mann. Ja? Und da hast du halt zum Beispiel diese Dinge. Oder denk daran, dass tatsächlich ja der Kindesmissbrauch, und ich will jetzt ja nicht irgendwie das jetzt instrumentalisieren, aber auch der findet halt genau dort statt. Ja? Und zwar zum größten Teil. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt hingehen will und alle Familien deswegen durchleuchten will. Ja? Aber das heißt, ich will nur sagen, dass dieser Begriff der Privatsphäre durchaus seine Schattenseiten hat. Und man sollte, bevor man sagt, ich will diesen Begriff, ich will dieses Ding jetzt irgendwie bedingungslos verteidigen, sollte man durchaus auch einen kritischen Diskurs dazu führen. Ich glaube eben, dass genau dieser kritische Diskurs da, ja, vielleicht haben wir mal eine Meldung aus dem Publikum. Also ich weiß ja nicht, ob das gewünscht ist, dass man sich hier mit einbringt, aber zu dem eben gerade, also dieses Argument, nur weil sich meine Umwelt verändert quasi, muss ich mich ja noch lange nicht mit verändern. Ja, das halte ich für sehr kurz gedacht, einfach aus folgendem Grund. Umweltveränderung und Reaktion darauf, durch die Umgebung,
ist Evolution. Ja, das heißt, wenn sich die Umwelt verändert, passen sich Tierarten an und so weiter und so fort. Das ist die ganz normale biologische Evolution, die wir kennen. Und letztendlich ist das für uns nichts anderes. Ja, wir haben mit dem Internet und so weiter, haben wir eine Umweltveränderung geschaffen. Die Alternative ist, wir suchen uns eine Pen-and-Paper-Krankenkasse, ja, damit wir die Daten nicht verarbeitbar vorhalten. Weil diese absolute Sicherheit ist nicht gewährleistbar, die du da gerade forderst. Ja. Das heißt, wir haben eine Umweltsituation, die sich verändert hat. Und jetzt stehen wir vor einer notwendigen Anpassung unserer Gesellschaft, unseres Denkens und so weiter und so fort. Das haben wir ja mit Mobiltelefonen auch. Ja. Vorher haben Leute immer nur zu Hause telefoniert. Ihr Verabredungsverhalten war sehr verbindlich. Ja. Also wenn ich mich verabredet habe, dann war diese Verabredung sehr verbindlich. Inzwischen haben die Leute alle Mobiltelefone. Das komplette Verhalten an der Stelle hat sich sehr verändert. Kommunikationsverhalten, ich rufe keine Orte an, ich rufe Menschen an und so weiter und so fort. Das ist eine Veränderung der Persönlichkeit oder der Kultur, der Gesellschaft, die sich durch einen evolutionären Druck, einen Selektionsdruck quasi ergeben hat. Und wir haben jetzt hier einen neuen Selektionsdruck, und zwar die Situation, dass wir abschätzen können, dass möglicherweise wir nicht in der Lage sind, Privatsphäre als Schutzfaktor in der Gesellschaft weiterhin etabliert zu halten. Ja, was bisher gut funktioniert hat vielleicht, aber vielleicht in Zukunft eben möglicherweise nicht mehr funktioniert. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir uns als Gesellschaft gegebenenfalls anpassen, um diesem Selektionsdruck letztendlich auszuweichen, wenn man so möchte. Ja? Und quasi damit trotzdem weiter als Zivilisation zu existieren. Da kann Post-Privacy eine mögliche Lösung sein, aber es gibt viele Probleme, die trotzdem gelöst werden müssen, keine Frage. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Lösungsmöglichkeiten. Ich glaube aber nicht, dass einfach nur eine ständige Verschärfung des Datenschutzes und so weiter und so fort die Lösung ist. Ja? Weil ich denke, dass man durchaus ein bisschen out of the box denken muss und auch neue Konzepte wagen muss. Erstens habe ich gesagt, habe ich nicht gesagt, dass ich eine absolute Sicherheit der Daten möchte, weil die ist nicht erreichbar. Nein, ich erwarte, dass die gefälligst ihre Datenhaltung nach dem State of the Art einrichten. Und das heißt eben, dass deren Netzwerke nicht über ein ganz normal TCP/IP aus dem Internet erreichbar sind, sondern allerhöchstens über ein VPN. Das wäre sozusagen die minimale Schutzhürde, die ich da sehe. Und zu dem Rest, natürlich, ich passe mich auch an. Ja, ist ja nicht so, dass ich mein Weltbild festhalte. Aber das heißt ja nicht, dass ich hier in ein Stockholm-Syndrom verfallen muss. Ja? Also ich möchte schon gestalten, was mit mir passiert. Und einfach nur hinnehmen, wie gesagt, dieses Hinnehmen und nur mein Weltbild verändern und sagen, ich habe sowieso keinen Einfluss auf das, was passiert. Diese Veränderung, die wir sehen, die passiert doch durch uns. Das ist ja nicht gerade so, als wenn irgendwo ein Vulkan ausgebrochen wäre oder als wenn jetzt irgendwie ein Meteorit auf die Erde geknallt wäre, sondern wir haben in der Hand, wie unsere Gesellschaft sich verändert. Und gerade so eine Diskussion wie jetzt diese Post-Privacy-Diskussion, die ist da ganz pivotal. Ja, aber genau um diese Gestaltung geht es ja, um diese Gestaltungsfreiheit. Du sagst, du möchtest schon gestalten, wie du diese Veränderungen vollziehst, ja, oder wie du damit umgehst mit den Veränderungen, die in der Umgebung stattgefunden haben. Und genau um diese, deswegen sitzen wir ja hier, um darüber zu debattieren, ob diese Richtung eine mögliche Richtung ist, die wir gehen können, um die auszugestalten. Aber wenn wir sie ablehnen, ja, wenn wir nicht in der Lage, also uns nicht in die Lage versetzen, uns damit auseinanderzusetzen, dann werden wir diese Option überhaupt nicht in Erwägung ziehen, obwohl sie möglicherweise sinnvoll wäre. Darum halte ich den offenen Umgang damit für extrem wichtig. Also ich finde es halt auch ein bisschen schwierig, von den Betreibern maximale Sicherheitsstandards zu fordern, ohne gleichzeitig anzuerkennen, dass das auch immer nur so lange funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert. Und dieser Umstand, dass Sicherheit dann irgendwann einfach nicht mehr funktioniert durch einen menschlichen Fehler oder durch einen Fehler in den Algorithmen oder in der Mathematik oder in der Primzahlenfaktorisierung oder in irgendeiner Form, diese Möglichkeit sozusagen nicht anzuerkennen und zu sagen, die sollen gefälligst State of the Art sein, das löst das eigentliche Problem nicht. Und das andere Problem ist, dass die vielen Menschen, die sich das Internet und seine Möglichkeiten auch zur Maßgabe ihrer Erwartungshaltung an das Leben machen,
dass die irgendwann auch die Erwartungshaltung haben, dass ihre Krankenkasse natürlich online funktioniert und dass sie online ihren Melderegister-Eintrag ändern können und dass alles, was sie in Facebook und in ihrem privaten Leben und in ihrem Shoppingleben auch sonst überall funktioniert, diese Erwartungshaltung, der wird natürlich entsprochen werden und das zieht automatisch eben nach sich, dass selbst wenn man das möchte, diese Sicherheitsvorstellung, die es früher einmal gab, von wegen irgendwie, wir haben Daten in unserem Bunker, da kommt man nur dran, wenn man an unseren speziellen Leitungen dran ist, die gibt es einfach nicht mehr. Und da hat auch VPN überhaupt gar keine Bedeutung, weil VPN bedeutet ja nur, dass man da ein Programm auf seinem eigentlich ungesicherten Rechner installiert, mit dem man dann in das gesicherte Netz reinkommt. Aber eine Sicherheit, was die Workstation angeht, auf der dieses VPN-Programm läuft, hat man nicht. Das ist alles, das ist letztlich alles nur Theater und diese Vokabel Datenschutztheater, die ist da einfach sehr treffend. Das ändert nichts an der problematischen Sachlage. Du sagtest jetzt VPN-Software auf dem Rechner. Ich rede von was ganz anderem. Wenn ich vom State of the Art rede, dann rede ich davon, dass die physikalisch separierte Netzwerke für Surfen, E-Mails und für die Patientendaten haben. Was wir im Moment haben, ist, dass diese Clouds über das TCP-IP-Network erreichbar sind. Und der wesentliche Unterschied ist, ob sozusagen das Krankenhaus für die Kommunikation mit der Krankenkasse sich unten in den Keller einen VPN-Router stellt, der dann in entsprechende Dosen in den entsprechenden Zimmern gepatcht ist, dass sozusagen die Leute ihre Rechner da einstecken und diese Rechner sind nur mit diesem VPN verbunden. Und das ist sozusagen das, was ich als State of the Art sehe. Hier geht es nicht darum, irgendwelche Software auf Windows-Rechnern zu installieren. Natürlich habe ich dann gar keinen Schutz, weil die Leute copy-paste. Darf ich mal moderieren? Phase. Ich finde, das jetzt driftet ist ein bisschen in eine Tool-Diskussion ab und das ist irgendwie ein bisschen quatschig. Ich würde... das ist witzig. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf dieses Beispiel eingehen mit der Krankenkasse und der Gesundheitskarte und solche Sache. Ja. Als ich auf der Freiheit statt Angst Demo gegangen bin, kam jemand auf mich zu und meinte, hier Unterschriftensammlung gegen zentrale Datenspeicherung von Krankenakten und sowas. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, ja, da bin ich aber gar nicht dagegen. Und dann hat er mich natürlich komisch angeguckt und dann, also ich halte das tatsächlich gerade für Gesundheitsdaten. Ja, ich halte gerade Gesundheitsdaten für eine unglaublich wichtige gesellschaftliche Ressource, die es gilt auszuwerten. Und zwar auch zentral und zwar auch tatsächlich korrelativ. Und ich glaube, dass dort für den medizinischen Fortschritt extreme, riesige Potenziale bestehen. Und ich sehe natürlich, dass es da Probleme gibt, ja, und eins der ersten Probleme, die einem anfallen und die einem auch mal gesagt werden, sind tatsächlich zu sagen, ja, aber wir haben doch diese, wir haben halt die Krankenkassen und diese Krankenkassen, die interessieren sich natürlich wahnsinnig dafür, wer wir sind, was wir für Probleme haben, wie wir sie uns als Risiko und so weiter und so fort einschätzen können. Ja, das stimmt, aber wenn uns das zum Nachteil gereicht, ja, und dass unsere Daten sozusagen öffentlich sind, dann haben wir nicht ein Problem mit dem Datenschutz, sondern haben dann ein Problem mit der Architektur unseres Gesundheitswesens. Und dann müssen wir genau das machen. Dann müssen wir halt sagen, okay, und hatten wir schon im anderen Talk halt sich angemerkt, dass eben dort auch schon in den USA und jetzt auch in Deutschland in Sachen Genetik zumindest, also was die genetische Diagnostik von Risikogruppen angeht, halt bereits Antidiskriminierungsgesetze dort eingeführt haben. Ich finde, das geht noch nicht weit genug. Wir brauchen halt tatsächlich Krankenkassen, die sozusagen Standardtarife anbieten, die wirklich solidarisch funktionieren, die nicht mehr Klassensysteme sind und die auch niemanden ausschließen dürfen. Und wenn wir das und diese Gesundheitsdebatte ist jetzt, das ist jetzt keine Utopie, von der ich rede, ja, die Gesundheitsreform wird ungefähr alle 2 Jahre neu aufgerollt. Das heißt mit anderen Worten, diese Forderungen sind machbar, sind auf jeden Fall in den politischen Diskurs einbeziehbar. Und ich glaube, es wird immer dringender, dass wir das tun. Und das ist das, was ich meine, wenn wir über Post-Privacy reden, dann reden wir nicht darum, wie können wir den Datenschutz irgendwie verbessern, sondern oder was kann den Datenschutz verbessern, sondern oder ersetzen. Sondern tatsächlich, wie können wir die Gesellschaft so bauen, dass wir halt alle von den Daten partizipieren, erstens, und zweitens, niemand dadurch möglichst Nachteile erfährt.
Darf ich kurz? Also im Prinzip sagst du ja, dass die Daten des Einzelnen der Gemeinschaft gehören. Und ehrlich gesagt bist du damit sogar total Mainstream, weil im Prinzip, was wir sehen im Moment, ist nämlich die Redefinition eines Volkskörpers. Sozusagen die Gesundheit, die, was der Einzelne tut, wird sozusagen als gesellschaftlich relevant gesehen, so wie Rauchen zum Beispiel. Jeder Einzelne hat sich so zu verhalten, dass er quasi der Gesellschaft dienlich ist und quasi der Volkskörper gesund bleibt. Und es ist quasi das, was wir schon mal hatten, was eben auch bei uns im Verein zu erheblichen Reaktionen geführt hat. Dass nämlich diese Auswertung von Daten, die dann sozusagen dem Volkskörper zur Erkennung von Korrelationen von bestimmten Krankheitsbildern dienen, da sozusagen der Einzelne hinter die Gemeinschaft zurücktritt. Wo das hinführt, das haben wir zweimal in Deutschland im letzten Jahrhundert gesehen. Und da sollte man ernsthaft drüber nachdenken, ob sozusagen dieses Zurücktreten des Interessen des Einzelnen gegen die Interessen der Gemeinschaft wirklich so sinnvoll ist. Sorry, aber da muss ich jetzt mal darauf reagieren, weil das ist natürlich sowas von ein wahnsinniger Quatsch, weil von welchem Volkskörper redest du denn jetzt da? Wenn wir vom Internet reden und wenn wir von Datenakkumulation reden, dann reden wir doch schon lange nicht mehr von nationalen Strukturen. Ja? Wir reden heutzutage, wir müssen jede Diskussion, die wir über das Internet und über Daten führen, müssen wir von vornherein international führen. Das heißt also, diesen Volkskörper, von dem du hier redest, um den geht es überhaupt nicht und der ist jetzt schon überwunden. Also ich glaube, da wolltest du jetzt einfach nur billige Assoziationen wecken. Wir nehmen mal... Ja, okay. Ich wollte nochmal auf das Argument zurückkommen, dass wir vor der Realität nicht kapitulieren sollen, sondern also nicht kapitulieren von dem, was geschieht, sondern aktiv eingreifen sollen. Und ich wollte da etwas differenzieren. Ich denke, ich stimme dir dazu und wir sind uns, glaube ich, alle hier einig, dass wir Einfluss nehmen sollen auf das Verhalten anderer Menschen und auf die Gesellschaft. Ich denke, das steht außer Frage. Aber ich denke, wir können die Erfindung von Technologie nicht rückgängig machen, auch nicht deren Weiterentwicklung. Das gilt auch für die Atombombe, die man nie haben wollte. Und das gilt auch für Computer und Internet und die exponentielle Weiterentwicklung, vor der wir jetzt stehen. Das sehe ich völlig ein. Also dass sozusagen diese technische Revolution, die wir erleben, natürlich sozusagen, das war nicht klar bei der Erfindung der Technologien, welche Auswirkungen das auf uns haben wird. Wie zum Beispiel vorhin das Beispiel mit dem Mobiltelefon, mit dem Verabredungsverhalten. Das ist ja klar. Das sehen wir vorher nicht ab, aber natürlich versuchen wir es mitzugestalten. Ne? Also die Sache ist halt, weil gerade gesagt wurde, der Volkskörper ist überwunden. Quatsch, totaler Quatsch. Was wir gerade sehen, ist ein absoluter Sozialdarwinismus. Das kommt wieder zurück. Wenn die Krise sich verschärfen wird, dann wird sich der Sozialdarwinismus verschärfen. Und ob wir jetzt nur sagen, es ist Kerneuropa, es ist Euro-Europa, es ist oder wo auch immer sozusagen dieser in sich neu ausbildende Sozialdarwinismus sich dann lokiert, ist völlig egal, ob das ganz Europa umfasst oder eben die Eurozone oder nur Deutschland mit Frankreich, ist mir völlig egal. Diese Tendenz, sich einzuschließen, die gibt es immer noch, die gibt es trotz Internet und gerade mit Internet noch verstärkt, weil es Meinungsblasen gibt. Es gibt richtig geschlossene Meinungsblasen. Zum Beispiel guck dir die Meinungsblase rund um Kreuznet an. Ja, oder in der rechten Szene, in der linken Szene, du hast überall Meinungsblasen, die Segmentierung der Gesellschaft wird eher stärker, als dass wir mehr miteinander reden. Also, weißt du, wenn ich mir vorstelle, wie mich die Leute, also ich habe es ja gesehen, wie Leute mich angeguckt haben, dass ich hierher komme, ja, also was ich mir anhören durfte dafür, dass ich hierher komme. Und das ist sozusagen diese Segregation, die findet statt. Und zu sagen, wir werden immer internationaler, es wird immer vernetzter. Nein, die gerade auch wenn man zum Beispiel solche Tools wie Google, ne, wenn du regelmäßig Google benutzt und Google weiß, wer du bist, dann kriegst du halt vorgefertigte Suchergebnisse, die deine Einstellung bekräftigen. Ja, weil Google halt dir das präsentiert, was du sehen willst. Also zu sagen, wir haben das alles überwunden, nee, es wird eher noch stärker, es wird bestärkt. Naja, aber wir sind hier, also ich glaube, dass das schon eine Berechtigung hat, zu sagen, wir kümmern uns nicht um den Volkskörper, sondern wir überlegen, was die Technologie mit der Gesellschaft und den Gesellschaften an sich macht. Und ich meine, man kann es natürlich versuchen, das in Verbindung zu bringen mit aktuellen Entwicklungen in Europa und der Welt und dann sagen, das ist böse, darüber nachzudenken, wie die Gesellschaft
sich im Angesicht der Technologie weiterentwickeln wird. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht unser Thema. Also ich glaube, die Diskussion befindet sich hier auch noch völlig am Anfang. Das ist jetzt bloß erstmal der Versuch, darüber wirklich nachzudenken, was bedeutet diese Technologie für uns und nicht gleich zu sagen, naja, das ist alles ganz böse und sowieso wird das nichts verbessern. Das ist, ob das letztlich dazu führt, dass wir uns verbessern oder verschlechtern, das ist noch gar nicht ausgemacht. Aber klar ist, dass es große Veränderungen nach sich ziehen wird. Christian, du sagtest Sachen wie, es gibt dann verschiedene getrennte Netze, physikalisch getrennt und dann ist dann die Datensicherheit gewährleistet. Also ich kenne das aus Kliniken, jetzt sage ich nicht welche, aber da ist dann so gewesen, da gab es dann Räume, wo Kliniknetz gab einfach und Räume, wo es Forschungsnetz gab. Und auf gar keinen Fall durften im selben Raum zwei Dosen von den zwei Netzen sein. Dann konnte man natürlich nicht raus aus dem Kliniknetz und das war furchtbar. Und dann gab es dann Leute, denen war langweilig und die wollten einen IRC-Bouncer laufen lassen. Und die haben halt dann eine Funkstrecke gemacht durch ein Klo im Keller, wo auf der einen Seite Kliniknetz war, auf der anderen Seite Forschungsnetz. Und dann war diese Trennung eben überwunden, außer wenn jemand auf dem Klo saß, weil da gab es Packet Loss. Also von daher ist es, die Idee ist klar, aber sobald du Menschen in dieses System reinbringst, die dann irgendwo so eine Hürde haben, die sie echt blöd finden, dann wird halt die Hürde aus Gründen, die eigentlich gar nicht mit der Hürde zusammen überwunden. Was mich aber ein bisschen interessieren würde, was mir ein bisschen fehlt gerade in Diskussionen, ist jetzt, wenn wir die ganze Technik mal hinter uns lassen, weil das ist so ein riesengroßes Fass, ist der Punkt, ich habe keine Relation zu diesen Problematiken, Missbrauchsopfer zum Beispiel. Wenn wir da mal in die Richtung gehen könnten, was sind denn die Hintergründe, warum genau, was sind die psychologischen Reaktionen, die zum Beispiel passieren könnten, wenn sowas publik werden würde, um da auch mal ein Verständnis dafür zu bekommen? Naja, zum Beispiel, wenn es der Name meines Täters wäre. Ja? Jetzt mal, wenn jetzt der Name meines Täters bekannt wäre, es gibt ja Pädos, die mich kennen. Müsst ihr euch vorstellen, die Pädoszene kennt Christian Bahls. Es gibt Artikel, wie tickt Christian Bahls in der Pädoszene. Die diskutieren quasi über mein Privatleben und das, was die halt davon sehen können. Die machen also eine Persönlichkeitsanalyse von mir. Wenn die jetzt wüssten, wie mein Täter heißt, die würden unter Umständen Kontakt mit ihm aufnehmen. Ja? Das ist ganz, ganz relevant. Also das hat gravierende Konsequenzen für mich. Und wenn die dann noch anfangen, sich mit dem Täter über meinen Missbrauch auszutauschen und eventuell Details zu verbreiten, verliere ich Kontrolle über etwas sehr Intimes, etwas sehr Traumatisierendes, über das ich nicht Kontrolle verlieren möchte. Ja, was sozusagen, sind die konkreten Auswirkungen? Was die konkreten Auswirkungen davon sind? Stell dir vor, du hättest irgendeine Geschlechtskrankheit gehabt vor 10 Jahren und das wäre irgendwo gepostet, was weiß ich, Gonorrhoe, Chlamydien, irgendwie was. Naja, ich weiß ja nicht, wie das so ist, ob denn nicht eventuell irgendwelche potenziellen Sexualpartner es eher ablehnen, mit dir Sex zu haben. Nein, aber sozusagen, es hat ja Konsequenzen. Jetzt für mich sozusagen, man steht mit Hosen runter da. Ich stehe ja so schon mit Hosen runter da. Ich habe mich ja 2009 nackig gemacht am 17. April und stehe seitdem quasi mit Hosen unten da. Ich bin halt das Missbrauchsopfer. Das hat auch Konsequenzen in meinem wahren Leben. Ich bin ja Diplom-Mathematiker. Ich hatte das 2010. Ich hatte einen Termin mit einem Ingenieur. Mit einem Maschinenbauingenieur und in dem Büro saß jemand, der ein bisschen computeraffin war. Ich komme in das Büro rein und höre so von links, hey, dich kenne ich. Ich so, ja, ist halt doof, wenn du irgendwie ein professionelles Gespräch hast und sozusagen es schwingt mit, du bist ja der Typ aus dem Internet mit dem sexuellen Missbrauch. Das macht es halt schwierig mit der Interaktion, die dann unvoreingenommen zu führen. Und dann natürlich zu sagen, muss sich die Gesellschaft verändern, ist utopisch. Weil die Gesellschaft verändert sich natürlich, aber wir haben nur einen sehr geringen Einfluss auf die Veränderung in der Gesellschaft. Und anzunehmen, dass die Gesellschaft sich zum Positiven verändert, von alleine, finde ich äußerst utopisch. Also ganz kurz, da mal einzuhaken, ich will erstmal meinen riesengroßen Respekt erstmal dafür aussprechen, dass du halt diesen Schritt gemacht hast, damals 2009. Und um das halt auf diese Diskussion zu mappen, ja, das hat einen riesengroßen Unterschied gemacht. Also jetzt nicht nur in dieser Zensursela-Debatte, nicht nur, glaube ich, ja. Ich glaube, halt indem du genau diese Sache halt öffentlich gemacht hast, hast du schon den Diskurs verändert. Hast du schon das Reden über sexuellen Missbrauch auch verändert, glaube ich, in der Gesellschaft. Und da ist auch sogar noch eine ganze Menge Potenzial. Was natürlich dann eben sozusagen das Öffentliche wieder an das Politische so, verknüpft. Ja? Und das ist ja auch genau das, wovon die Utopien dann auch sozusagen reden. Und ich glaube, du bist da eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür, das man eigentlich anbringen kann.
wie man halt schon mit, wenn ein Einzelner so etwas tut, schon den Diskurs verändern kann. Und ich meine, da gibt es tausend andere Beispiele, auch weniger drastische. Ja? Es gibt weniger drastische. Eine wurde ja schon genannt, also die Schwulenbewegung und das große Coming-out. Aber es sind auch zum Beispiel solche Dinge wie, keine Ahnung, als dann diese in den Parlamenten die Diskussion im Parlament die Diskussion abging mit linker Gewalt damals irgendwie Joschka Fischer irgendwo gegen Polizisten oder so etwas, ja. Ich sagte, fünf Jahre vorher wäre der aus dem hätte er zurücktreten müssen, ja. Ja, Diskurse können sich verändern, Gesellschaft kann sich verändern, sie kann ihre Haltung zu Dingen verändern. Und ich glaube, je öffentlicher gerade intime und schwierige Dinge sind, desto mehr zum Positiven. Aber da muss ich jetzt mal irgendwie auch für die andere Seite sozusagen in der Diskussionspartei ergreifen. Die Veränderungsmöglichkeit, die lebt natürlich genau von der Kontrollmöglichkeit auch. Das heißt, nur wenn ich auch kontrolliert sage, ich gehe damit jetzt an die Öffentlichkeit, ich bin jetzt derjenige, der mal diesen Schritt tut, und das Tabu bricht, nur dadurch gibt es diese Veränderungsmöglichkeit, die natürlich in einer Welt, in der es diese Kontrollmöglichkeit nicht gibt, auch nicht mehr besteht. Also insofern, das finde ich, das ist das eine und das andere. Ne? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt ja diese Figur der Rosa von Braunheim, die ja tatsächlich damals dann auch diese Zwangsoutings von Alfred Biolek und anderen gemacht hat. Das ist halt im Grunde genommen das, was von uninformierter Stelle immer der Post-Privacy-Bewegung vorgeworfen hat, dass das genau das Ziel ist jetzt. Wir nehmen jetzt die Daten aller Leute und schmeißen sie auf die Straße. Aber jetzt davon abgesehen, ja, würde ich schon sagen, dass abgesehen davon, dass er halt vielleicht tatsächlich Alfred Biolek und anderen prominenten Schwulen und Habe Kerkeling da tatsächlich Probleme bereitet hat, ja, das ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass auch durchaus diese Fremdoutings ein Mindset-Wandel in der Bevölkerung stattgefunden hat. Wie? Der nette Biolek, der auch. Und also das ist halt, also ich glaube... Da ist ja dann genau die Kontrollmöglichkeit bei Rosa von Braunheim gewesen. Ja, also die Möglichkeit, etwas zu verändern, dadurch, dass man Kontrolle über die Kommunikation hat, die ist sozusagen hier auch Teil der Verhandlung. Also wenn man das weglässt, welche Möglichkeit der Veränderung hat man denn noch? Ja. Also was ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist für mich, das große Problem in Datenöffentlichkeit ist meines Erachtens nach, also oder für jemanden ist das Problem der Datenöffentlichkeit größer, wenn seine sozialen Rollen, also wenn er seine sozialen Rollen schwerer miteinander vereinbaren kann. Das heißt, wenn ich jeder hat ja verschiedene soziale Rollen, die er in Berufsleben, Privatleben und so weiter und so fort einnimmt. Und wenn die schwer vereinbar sind, wenn man das schwer vermitteln kann den Leuten, die einen umgeben, dann ist diese Datenöffentlichkeit für denjenigen wahrscheinlich ein deutlich höheres Problem. Das heißt, ich glaube, das ist vielleicht so einer der Knackpunkte. Also es ist ein spontaner Gedanke einfach. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Naja, ganz ehrlich, stell dir mal vor, ich würde Politiker werden. Ja? Also ganz hypothetisch, ich werde glaube ich nicht Politiker, weil da musst du Meinungen vertreten, die nicht deine eigenen sind. Aber stell dir mal vor, ich würde Politiker werden. Ja, dann sozusagen, das wäre der Christian Balz, der wurde mal sexuell missbraucht. Und das Problem ist natürlich in der Gemeinschaft, dass es ist ganz seltsam. Also ich denke da erst seit zwei Monaten drüber nach, ist mir noch nicht ganz klar, aber wir benutzen immer noch das Wort Opfer. Ich sage ja Betroffene. Und Opfer ist eigentlich das, was geopfert wird auf der Schlachtbank, was dem Gott geopfert wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wenn die Gesellschaft opfert, und als Missbrauchsbetroffener bist du halt Opfer, in der Opferrolle gefangen und in bestimmte Persönlichkeitsausprägungen stehen dir nicht zu. Also ich bin ja teilweise sehr kritisch, aber das steht halt einem Opfer nicht zu. Ein Opfer hat so schön IT-Deity und ganz lieb und bitteschön anpassungsfähig sein. Und sozusagen mir wird die Betroffenheit abgesprochen, weil ich zu offensiv nach außen auftrete, wird mir quasi abgesprochen, da eben Probleme irgendwo in bestimmten Bereichen zu haben. Ne? Also wie zum Beispiel in der Wikipedia-Relevanzdebatte mir abgesprochen wurde, ein Missbrauchsopfer zu sein oder solche Sachen halt. Ne? Wo sozusagen meine Privatsphäre, meine Intimität berührt wird durch Diskussionen über Relevanz. Ja, wo eben das ist ein sehr gutes Beispiel, weil in dieser Relevanzdebatte wurden zwei unserer Mitglieder geoutet.
Da wurde bei dem einen Mitglied geoutet, wie die Beziehung zu sexuellem Missbrauch ist. Und das finde ich einfach eine Schweinerei. Ne? Und das ist nämlich genau dieser Kontrollverlust, wenn sozusagen andere Daten über dich veröffentlichen, wie Rosa von Braunheim. Es gibt dasselbe übrigens auch in der Missbrauchs-, also in der missbrauchsbetroffenen Szene. Da gibt es einen Verein, der hat Missbrauchsopfer geoutet. Das ist, das hat für die dann doch Auswirkungen gehabt. Also genau an der Stelle. Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich bin auch Missbrauchsopfer quasi als Kind. Bin damit auch immer sehr offen umgegangen und so weiter und so fort. Und ich habe eher das Gefühl, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Die Wahrnehmung verändert sich, wie die Leute damit umgehen, mit mir umgehen und diese, in dieser Situation, in dem Thema. Und ich habe eher das Gefühl, ich habe Souveränität zurückerlangt, weil ich nicht mehr in diese Opferrolle gedrückt werde. Also ich finde, für mich ist das Denken auf genau die gleiche Situation einfach ein bisschen anders. Also deswegen glaube ich, man kann vielleicht doch auch anders damit umgehen, beziehungsweise es durchaus positiver oder was Positiveres abgewinnen. Wir nehmen noch eine Wortmeldung. Zwei Wortmeldungen. Also mir ist in der Debatte klar geworden, dass man sich halt aussuchen kann, auf welcher Seite man kapituliert. Das habt ihr auch jeweils dann halt so formuliert. Also du hast gesagt, Gesellschaft verändert sich nicht so radikal, deswegen brauchen wir Datenschutz. Also es ist halt die Kapitulation vor der Utopie. Und auf der anderen Seite kann man halt sagen, ja, Datenschutz ist nicht mehr praktizierbar. Da kapitulieren wir dann davor, deswegen brauchen wir eine Utopie. So weit seid ihr irgendwie wirklich nicht auseinander. Und als jemand, der immer gerne so ein bisschen Hoffnung hat, glaube ich halt nicht, dass diese pessimistische Grundhaltung, eine radikale Gesellschaftsveränderung kann es eh nicht geben. Deswegen müssen wir uns mit Datenschutz das bisschen Freiheit noch bewahren, das wir haben. Das finde ich einfach zu pessimistisch. Darf ich dazu kurz was sagen? Das Problem ist auch, eine Gesellschaft muss sich auch gegen radikale Veränderungen schützen. Also radikale Veränderungen finden tatsächlich statt. Das haben wir gesehen, wenn du dir den Zeitraum anguckst, 1929 bis 1933. Radikale Entwicklungen gehen teilweise unheimlich schnell, wenn das Potenzial da ist. Radikale Entwicklungen finden statt und die Gesellschaft muss sich vor den Folgen einer radikalen Umwälzung schützen. Die sehe ich. Das ist ein bisschen, geht ein bisschen in Richtung Resilienz. Also wir müssen die Gesellschaft so bauen, dass selbst wenn sowas passiert, die Folgen davon ein Stück weit minimiert werden. Und das ist, glaube ich, das sozusagen, das, was wir jetzt an Datenhaltung verringern oder an Datenschutz implementieren, das führt dazu, dass die Folgen bei dem, was eventuell passieren kann, etwas geringer sind. Das ist vielleicht doch zu pessimistisch für dich, aber ich komme aus dem Osten Deutschlands, ich komme aus Greifswald. Ich bin öfter mal in Wolgast und Anklam gewesen und ich kann dir sagen, es gibt Gesellschaftsutopien, mit denen wollen manche Leute im Raum hier vielleicht nichts zu tun haben. Dann danke ich für die interessante Diskussion.